Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Octopath Traveler in einer neuen Folge. Und wir sind immer noch mit dem Dieb unterwegs. Für mich ist eine neue Aufnahme. Ich stehle mir einfach mal alles zusammen. Weil ganz ehrlich, was heißt das M dabei? Ich nehme einfach alles mit, komm. Weißt du, das fies? Ich beklaue die ganzen Leute einfach. Haha, das werdet ihr bestimmt nicht vermissen. Ja, nee, der Dieb hat ja eigentlich eine tiefe Stimme. Ich kann mich erinnern. Wie gesagt, neue Aufnahme für mich. Aber hey, kriegen wir, glaube ich, hin. Was sagst du so? Mögen sie arm oder reich sein? Leute der Mittelklasse schlagen sich nur selten die Köpfe ein. Das heißt aber nicht, dass alle eine hohe Meinung voneinander haben. Ja, ich klaue dir mal ein bisschen was. Rebellenaxt. Ja, go. Ja. Dann du so? Speer der Gerechtigkeit. Go. Weißt du, wenn das alles Erfolgschance 100% hat, ja, dann klaue ich mir natürlich alles zusammen. So, die Taverne, da kann ich nichts klauen. Sehr schade. Ah. Ah, das ist ein guter Kaufmann, wie es aussieht. Wenn du erstmal so lange im Geschäft bist wie ich, wird sich der Ravus-Clan um deinen Besuch reißen. Alles eine Sache der Erfahrung. Time to get to work. Ach, meine Güte, dass du keine Erfahrung darin hast, dich in Bescheidenheit zu üben. Ja, gut, ich glaube, wir haben unser Ziel gefunden. Ja, werden wir mal kurz grabbeln, ja, Empfehlung schreiben, natürlich. Wir grabbeln das Empfehlung schreiben. So. Wir gehen wieder davon. So. Now then. Damit sollte ich hineinkommen. Dann werde ich mich mal in das Anwesen schleichen. Was? Ihr seid auf Zusammenarbeit erpicht. Ihr? Mit mir? Ziel ist das Haus Ravus. Seid nur still und lauft mir nicht im Weg rum, ja? Ta-da-da-da! Und wir haben eine die Gruppe. Und jetzt haben wir Theorien auch noch mit. Moment, muss ich ganz kurz gucken. Ausrüstung natürlich. Was hat denn der alles mit? Kann man da irgendwas optimieren? Wir optimieren uns einfach mal komplett durch. Ja, durchoptimieren. Gut, ich glaube, da gibt es eh nicht viel zu optimieren. So, Fertigkeiten. Hat der schon Punkte? Nee, hat noch keine Punkte. Ja, dann gucken wir mal weiter. Ist eigentlich witzig. Jetzt haben wir schon drei Sachen hier. Guck mal. Führen, stehlen oder provozieren. Wir stehlen mal. Das ist immer noch 100% Erfolgsrate. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, wenn ich einfach alles klaue, aber ich müsste das eigentlich machen. Ja. So, und eigentlich könnten wir ihn führen auch noch. Oder wen haben wir denn gerade mit? Eine Achter. Nee, drei und genau. Ja, Zeitlupe. Ja, genau, die nehmen wir mit, weil die ist auf jeden Fall stärker. Auch wenn die natürlich jetzt keinen Angriff macht. Möge die Flamme euch den Weg weisen. Natürlich helfe ich für meine Liebe. Ja, okay. Also hoch zum Haus von Ravus. Da vorne sind zwei Wachen. Wenn ich sie täuschen kann, bin ich drin. Zeit, den Händler zu geben. Schwuppdiwupp. Und wir verwandeln uns in einen Händler. Verzeihung, meine Herren, ich möchte die Familie Ravus treffen. Würdet ihr bitte meine Ankunft melden? Hoi. Nein, heute empfangen sie niemanden, also geh nach Hause. Das ist wohl kaum eine angemessene Art, einen Gast zu begrüßen. Vielleicht sollte ich es noch einmal anders versuchen. Erlaubt mir bitte, mich vorzustellen. Ich bin ein bescheidener Händler. Du, ein Händler, dass ich nicht lache. Man sollte niemandem nach seinem Äußeren beurteilen. Tatsächlich war es sogar die Familie Ravus, die mich herbestellt hat. Und ich bezweifle, dass eure Dienste länger benötigt werden, wenn sie hören, dass ich abgewiesen wurde. Was bestellt du? Glaubst du wirklich, dass wir dir diesen Quatsch abnehmen? Wenn wir nur einen Platz für jeden Dieb bekommen würden, der uns ein Märchen auftischt, wären wir ebenso reich wie die Familie Ravus selbst, ne? Ja. Da das aber nicht der Fall ist, sind wir hier, um ihre Reichtümer vor Schwindlern wie dir zu schützen.
Du hast wohl gedacht, du könntest uns an der Nase... Achso, das sagt Dante. Du hast wohl gedacht, du könntest uns an der Nase herumführen, was? Wenn du das nächste Mal bestellt wirst, solltest du an dein Schreiben denken. Ach, richtig. Ihr meint wohl dieses Schreiben? Wie bitte bist du daran gekommen? Das muss eine Fälschung sein. Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Wenn ihr noch immer nicht überzeugt seid, kann ich wohl nicht mehr viel tun. Ich werde jetzt gehen, aber ich werde die Familie Ravus darüber informieren, was hier vorgefallen ist. Ich bin gespannt, wie sie auf diese Schädigung meines Rufes reagieren werden. Hold on! Warte, wir tun doch nur unsere Arbeit! Ja. Ihr dürft hier rein! Komm ruhig rein! Ja, geht ja doch, ne? Vielen Dank, meine Herren. Ja, geht doch, ne? So. Und jetzt beginnt der eigentliche Spaß. Also, ja, wir sehen uns noch um. Ich schleiche mich einfach durch dieses Fenster hinein. Ja, oder wir laufen einfach noch ein bisschen lustig rum. Geht auch. Wer bist du? Nein, ich habe meine Pflicht nicht vernachlässigt. Ich war hier auf meinem Posten. Ja, komm. Baumnuss regeneriert geringfügig FP eines Verbündeten. Ja, wir nehmen alles mit, was Erfolgschance 100% Diebstahl ist. Wir könnten ihn eigentlich einfach provozieren. Ja. So. Breitschwert mal 1 erhalten. Da kann ich nicht rein und ich kann auch da nicht nach hinten. Okay, da ist aus. Na gut, dass wir uns das noch angesehen haben. So, was haben wir da noch? Ist da auch noch so ein Typ? Achso, ach, nein, ich wollte da noch nicht rein. Verdammt. Lass mich wieder raus. Ich wollte mich da draußen noch umsehen und noch alles mir ansehen. Und ich meine natürlich nur... Achso, okay, ich komme da eh nicht vorbei. Gut. Gefahrenstufe 4, oh mein Gott. Stimmt, wir spielen ja jetzt schon zu dritt, ne? Aber, Moment, Ausrüstung. Wir haben ja so ein Breitschwert gefunden. Schwerte sind für ihn gut. Schauen wir mal. Optimieren. Breitschwert, sehr schön. Accessoire hätten wir noch ausreichend. Plus 10 sollte ich vielleicht auch mal nehmen. Ja, das muss ich natürlich händisch auswählen. So, hier ist Gefahrenstufe. Das bedeutet, hier sind wahrscheinlich Gegner. Habe ich schon mal erwähnt, dass das einfach so furchtbar schön aussieht? Ich liebe dieses Spiel. Ah, es ist schon echt... Ja, ich mag's, ne? So, in Ordnung. Sehr schön. Ein Kampf. Oh nein, es sind Gegner. Müssen wir mal schauen. So, was kann denn der Therion? Okay, der kann mit einem normalen Schwert und einem Breitschwert. Und was haben wir da? Diebfähigkeiten. Stehlen und Lauffeuer. Fügt einen einzelnen Gegner schweren Feuerschaden zu. Komm, das probieren wir mal. Einfach nur schauen, ob... Was? Ein Mensch hat keine Schwäche gegen Feuer? Okay. Das ist spannend. So, Jäger, dann schauen wir mal Pfeilhagel. Ah, alle Gegner 5 bis 8 Mal. Das müsste richtig gut sein. Ja, aber leider keine Schwäche gegen Pfeile. Gegen was haben die bitte Schwäche? Hier Stab? Auch nicht. Okay, die haben gegen gar nichts Schwäche, wie es aussieht. Axt vielleicht. Ja, okay, Axt ist auf jeden Fall eine Schwäche, na immerhin. Und wahrscheinlich dann auch Breitschwert, oder? Ja, okay, Axt und Breitschwert ist Schwäche. Vielleicht Lumineszenz auch? Weiß man jetzt nicht. Aber sie sind beide gestorben, das ist die Hauptsache. Und ich muss ja Booster verwenden, ja. Ist schon ein paar Tage her, wie gesagt, dass ich gespielt habe. Also Boosts sind wichtig. Das ist die Frage. Ich ziehe mir erst natürlich mal alles im Erdgeschoss an. Ich sollte nicht dauernd laufen, glaube ich, ist auch... Wäre nicht so schlecht. So, okay. Ach, das sind andere. Ach, spannend. Ja, komm, mach mal kleine Schwertchen. Hat keinen Schaden. Okay. Stäbchen. Auch nicht, aber wahrscheinlich sind dann bei denselben Gegnerklassen... Okay, nee, der hat nicht mal große Schwerter als Schaden. Pfeil und Bogen vielleicht? Auch nicht. Breitschwert? Alter, die haben ja gar keine Schwächen. Was ist denn da los? Oh. Wir haben vielleicht Lumineszenz. Auch nicht. Sag mal, wie kann ich die schwächen?
Ich habe Fragen. Flammen vielleicht? Ja, Flammen. Okay, gut. Achso, ich muss boosten, ne? Ich darf das Boosten nicht vergessen. So. Ja, boosten. Hätte ich gesagt, boosten. Ich könnte aber eigentlich auch Bestien wissen, dass die rufen. Speer vielleicht, schauen wir mal. Weiß nicht, ob das jetzt... Ja, keine Ahnung. Vielleicht war das sogar... bruchmäßig gut. Aber schauen wir mal. Oh, eine kleine Bibliothek. Aber zuerst holen wir die Kiste, die hier mitten da steht. Eine anregende Pflaume, ja. Pflaumen, die sehr anregend sind, gefallen mir natürlich sehr gut. Und dieser Blumenfilter. Oh, hinter dem Bücherregal im Kampf. Okay. So. Ja, gut, dann machen wir hier mal den da. Klar. Einmal gebrochen. So, du machst einmal hier... Was haben wir da eigentlich rufen? Dorfbewohner. Holen wir mal den Dorfbewohner. Kämpf mal mit uns. Ne? Oh, der ist ja gar nicht mal so schwach. Achso, das liegt daran, weil der gerade... Ah, okay. Die haben sogar... Die Kleinen sind auch... Okay, ja. Also das kleine Schwert ist auch. Sind ja alle hier Dingens. So, komm, dann machen wir hier jetzt... Achso, oh, was? Oh, ich sehe gerade, ich habe ja gar nicht so viele Fertigkeitenpunkte. Aber ich kann boosten. So, einmal boosten. So, du kannst natürlich auch boosten. Machen wir dickes Schwert. So, und den da. Vielleicht stirbt er dann. Yep, wunderbar. Du kannst auch boosten. So. Geboostert. Superterion steigt schön im Level, so gefällt mir das ganz gut. Aber hinter den Bücherregalen ist nichts zu finden, okay. Außer die anregende Pflaume, aber gut, jeden Kampf, den wir bestreiten, sind natürlich Erfahrungspunkte, ja. Das ist nicht zu vernachlässigen. Ich bleibe jetzt im Erdgeschoss und laufe wieder ganz nach rechts. Ja, die schon wieder, ja, komm. Komm, greif mal an. Sehr schön. Einmal angeschlitzt, hier, greif auch mal an. So, wunderbar. Komm, nur viele hat so viele Fertigkeitenpunkte, da können wir gleich mal Lumineszenz geboost auf 2 aktivieren. Schön. So, achso, das sollten wir vielleicht auch immer schön boosten. Boosten nicht vergessen, ja. Damit wir keinen Schaden nehmen, damit wir Bonusgeld bekommen. Genau, 4 Bonusgeld bekommen wir da. Ist nie schlecht, Bonusgeld. So, speichern müssen wir jetzt, glaube ich, nicht. Ich gehe gleich nach oben, Leute. Nur keinen Stress. So, jetzt gehen wir nach oben. Damit wir ja schön alles mitnehmen. Und ich weiß nicht, warum, dass der Radar rot ist, wenn ich laufe. Wahrscheinlich, weil ich da mehr aufmerksam errege. So, ich habe noch genügend. Okay, ja, Therion ist eher ein bisschen... Naja, einen einzelnen Gegner. Ich würde gerne alle Gegner angreifen. Da hilft nichts. Machen wir den kleinen Angriff. So, einmal gebrochen. Autsch. Ja, dann brechen wir den auch noch. So. Gebrochen. Und... Na gut, den da hinten können wir jetzt nicht brechen. Da muss ich leider... Ich könnte natürlich den Dorfbewohner eigentlich holen. So. Autsch. Ja, ich würde sagen, wir boosten und zwar den da hinten. Wobei, eigentlich besser den, damit der stirbt vielleicht. Oh, der stirbt gar nicht. So, boosten wir vielleicht, dass der stirbt. Ja, einer ist tot. Sehr schön. Dann machen wir jetzt den da hinten. Ich hätte eigentlich den vorne, weil der war noch geschwächt. Na, egal. So, normale Angriffe. Turbo-Modus, Angriffe. Zeitlupe. Ach ja, stimmt. Unser Dorfbewohner kann ja Zeitlupe machen. Das ist gut. Ich sollte vielleicht auch Boost nehmen, ne? Super, ja, Therion steigt wieder, wunderbar. So, jetzt haben wir ganz viele kleine Räume. Ach so, ach, ah, okay, ich kann, ah ja, das ist ja fies, okay, das ist nur ein Seitenraum, eine Heiltraube. Ich hoffe, dass ich itemmäßig, muss ich mal kurz gucken, nicht, dass ich da irgendwann mal, gut, aber ich glaube, kann ich da über 99? Was ist eigentlich eine Heiltraube M? Ist die besser?
Ah ja, die ist besser. Okay, M ist Maximum oder so. Medium. Keine Ahnung. So. This is the beginning of your end. Ja, okay, das sind Wachen Nummer 2. Da müssen wir jetzt leider einmal ein Lauffeuer drüber ballern. Wäre spannend, was die noch können. Das war es ja nicht. Vielleicht ein normaler Angriff oder so. Weißt du was? Komm, wir machen heiliges Licht. Aber doppelt geboostet. Schade, der stirbt nicht. Ich hätte erwartet, dass der stirbt. Egal. So, vielleicht klein? Weiß nicht, ob der Kleine jetzt was gebracht hat. Ich hau jetzt einfach mal wieder mit normalen Angriffen weiterhin drauf. Weil irgendwann wird der tot sein. Nee, das kleine Messer. Ich frage mich, was bei ihm die zweite Schwäche ist. Also ich könnte boosten. Ne? Ich muss mir das Boosten angewöhnen. Ich vergesse das immer. Vor allem, wenn ich je mehr Charakter ich habe, desto schwieriger wird es, dass man an alle Mechaniken denkt. Naja. So, di. Gut, da kam er eh nicht durch. Jetzt laufe ich schon wieder wie ein Verrückter. Ja, komm. Wir überspeichern. So. Okay, das sind 3 Schwache, ja. Er ist ein bisschen gelangweilt, habe ich das Gefühl. Der Dieb. So, Bestienwissen, ich könnte natürlich auch. Was haben wir denn da? Klippenvogerich, weil ich habe eh sehr viel von denen. Oh, guck mal, gleich einen komplett kaputt gemacht. So gefällt mir das. So, ja, und hier dann aufgeschlagen. Aha, daneben, Trottel. Ja, doppelt geboostet hier. Zahlt sich da doppelt. Boosten wir schon doppelt. Coming, if thou darest. Ja, können wir eigentlich bei Hamid boosteln. Da boosteln wir auch etwas, ne? So, was ist da los? Halt nicht so viel aus. So, haben wir jetzt Schaden genommen eigentlich. Oh, wir sind sogar unversehrt, wow. So. Und weiter hoch. Ja, da haben wir auch so einen Raum noch vergessen. Oh, da ist ja gar nichts drin. Wir könnten uns hinsetzen und einmal dinieren wie die guten Herren. Ja. Der Zweier oder? Nee, sind 1er. Okay. Easy. Ich nehme, glaube ich, das Breitschwert, weil es ist stärker, oder? Auch nicht wirklich viel. So. Schön alle brechen, damit wir ja keinen Schaden nehmen. So. So. Auch geboostet. So. Und ist es gut. Okay, super. So geht das, ja. Hat Thorion jetzt schon... Laufbahnpunkt, ja, hat er sogar schon. GP, die Stich beim Dolchangriff auf einen Gegner zweimal zu, der zugefügte Schaden regeneriert die Gesundheit. Verringert die Stärke des physischen Angriffs eines Gegners zwei Runden lang. Verringert die physische Verteidigung eines Gegners 2 Runden lang. Sticht beim Dolchangriff auf einen Gegner zweimal zu, 5% des zugefügten Schadens regeneriert die FP. Das wäre eigentlich cool. Das mache ich mal, FP stehlen. Und dann kann ich mit ihnen einfach permanent immer FP-Sachen machen. Weil gerade bei diesen Flammendingern ist ja das irgendwie ja notwendig, ne? Müssen wir mal gleich mal probieren im nächsten Kampf. Oh, ein lange... Oh, ein Dinierzimmer. Ist hier was versteckt? Nö, schade. Eigentlich ist da doch immer... Warum kommen die Kronleuchte? Die müssen wir doch mitnehmen. Haben wir Betteres zu... Oh nein, wir wurden überrascht. Aber das Gute ist, wenn wir überrascht werden, haben wir schon einen Boost-Punkt oder so irgendwie. Ja komm, dann hauen wir einmal hier Doppelboost mit der Axt. So. Gut, brauche ich jetzt eigentlich nicht FP stehlen, wobei... Weißt du was, wir machen hier Lauffeuer. So. Wollen wir, dass wir den vielleicht gleich töten? Ja, noch nicht ganz, weil es sind 2er, die sind natürlich stärker. So.
ja immer noch nicht so. Dann nochmal Lauffeuer. Go! Flamme des Inferno! Wie viel hat das jetzt abgezogen? Ich habe gar nicht geguckt. So. Achso, hier können wir nicht boosten. Gut. Ach, jetzt sehe ich erst der Text unten. Wenn der gelb oder rot ist, bedeutet, dass die fast tot sind, oder? Wahrscheinlich. Gut, ja. So, aber wir werden jetzt eine kurze Pause machen und hier mal kurz speisen. Wie es weitergeht, sehen wir erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.